willkommen bei dem Spiel Witcher 2. Ich bin Armitech von der Solaris Agency und los geht's. Du hast mich gefunden? Sehr schön. Ich habe mal meine Sachen durchgewühlt und das hier gefunden. Als Monsterjäger kann man damit sicher was anfangen. Danke. Viel Glück, Hexer. Herzelein. Was gibt es Neues, Hexer? Ganz schön viele Soldaten für eine kleine Faktorei. Die Handelswege ziehen Räuber an wie Scheiße fliegen. Nur Soldaten können für Sicherheit sorgen. Wir sind die letzte temerische Siedlung in diesem Land. Und wir lassen uns nicht von einer Bande Elfen verjagen. Jorvet loszuwerden wird nicht einfach. Er mag hartnäckig sein, aber wir sind auch nicht ganz ohne. Ich lasse nicht zu, dass die Skoyatel Flotsam niederbrennen, wie es ihre Art ist. Die Menschen in Flotsam verdanken den Elfen nichts. Häuser und Werkstätten haben sie selbst errichtet. Nicht auf dem Grund zerstörter Elfenstädte, sondern im dichten Busch. Wenn die Langohren es wissen wollen, zeigen wir ihnen, wo ihr Platz ist. Ich? Geld oder Leben? Und er? Er sagt, wir wollen Monster ich hab töten. Hier was für dich. Eine Sache lässt mir keine Ruhe. Spuck's aus. Was essen Hexer eigentlich? Ist doch auch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Wieso soll er keine Kartoffeln essen? Jo. Nicht schlecht. Ich grüße dich.
Loredo will die Scoia'tael endgültig vernichten. Er hat nichts Konkretes gesagt, aber er sieht schon die Gefangenen auf der Bald wird... Bis später, Rorsch. Meine Verehrung. Sei gegrüßt. Verdammt! Nun warte doch, bis er aus der Welt kommt! Ach so, ja. Tänzchen gefällig? Tänzchen gefällig. Ja. Verdammt! Nun warte doch, bis er aus der Deckung kommt! Hast du noch nicht genug, Brüderchen? Kämpfe außerhalb des Turniers. Legen wir die Einsätze fest. Wie sieht's aus? Bin bereit. Meine Herren, der Tanz ist eröffnet. Polier ihm die Fresse! Verdammt! Nun warte doch, bis er aus der Deckung kommt! In die Nieren! Verdammt! Nun warte doch, bis er aus der Deckung kommt! Ich scheiß mich ein! Diese Poesie! Polier ihm die Fresse! Tänzchen gefällig? Wer? Ach so, ja. Pass auf den linken Haken auf! Polier in die Fresse! Richtig! Ach so, ja.
Was? Würfeln wir? Was ist? Spielen wir? Verdammt! Nun warte doch, bis er aus der Deckung kommt! Es ging ein Mädel. Bleib mir vom Ball. Jungs, hauen sich die Fresse ein. Das wird ein Spaß für jeden sein. Drum setzt... Auf wen fällt denn da Sigi Königs Blick? Hast du dir die Sache überlegt? Zunächst zu den Einzelheiten. Nur wenn du dich entschließt, mein Freund. Die Aussicht auf Ruhm und Geld muss dir bis dahin reichen. Ohne mich verschwendest du dein Talent, weil du weiter nur besoffenen den Staub aus den Hosen klopfst. Also, wie steht's? Ich bin bereit. Unterwegs erkläre ich dir alles. Jetzt rede. Weißt du, wofür Flotsam berühmt ist? Für gar nichts. Da irrst du dich. Im Pontartal gibt es nur zwei Städte, die einen Besuch wert sind. Bonda, wegen der hübschesten Mädchen im ganzen Norden. Und Flotsam, weil dort die besten Kämpfer organisiert werden. Na komm schon. Wer organisiert sie denn? Offiziell keiner. Aber wenn man sich gut umschaut, findet man Erstaunliches. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Ich setze auf meine eigenen Kämpfer. Halt! Erkennst du Sigi König nicht? Dich kenne ich, aber der andere? Der sieht gefährlich aus. Wie alle Kämpfer von Sigi König. Der Bauer, den du neulich angeschleppt hast, wurde nach einer Viertelstunde völlig demoliert wieder rausgetragen. Und diesmal ist es anders. Wart's ab. Der Kommandant höchstpersönlich wird ein Vermögen auf ihn setzen. Na schön, ich kann ihn durchlassen. Aber seine Waffen bleiben hier. Such dir einen anderen dummen Sigi. Warum? Vor mir steht doch der größte Dummkopf der ganzen Welt. Ich hatte dir eine Chance gegeben. Und ich hab sie nicht genutzt. Ich gehe meinen Kummer ertränken. Hält sich für einen König, der mich... Ich bitte dir eine solche Chance und du willst sie nicht ergreifen? Ganz ruhig. Sigi kann künftigen Meistern nicht böse sein. Sollen wir nicht doch gehen? Ich bin bereit. Halt! Erkennst du Sigi? Dich kenne. Wie alle. Der Bauer. Diesmal ist Warz. Na schön, ich kann... Von mir aus? Schon bist du ein reicher Mann. Deine Sachen warten in der Kiste am Tor auf dich. Loredo. Höchstpersönlich. Erlaubt er die Kämpfe? Erlauben? Er organisiert sie. Wir werden Riesensummen gesetzt. Ich hatte zuletzt ein bisschen Pech, aber du wirst die Leute daran erinnern, wer Sigi König ist. Enttäusch mich ja nicht. Mhm.
Klopf ihn durch. Sigi, der Narr, ist zurück. Und was für eine Rückkehr. Mein Kämpfer wird mächtig von sich reden machen. Der Ungeheuer-Töter? Wie hast du denn den zu dieser Prügelei überredet? Sigi König hat seine Mittel. Das klingt spannend. Wir machen Flotsam berühmt für seine Faustkämpfe. Sie werden Lieder von Sigi und Geralt singen. Gewinn du nur. Ich kümmere mich um den Rest. Bist du bereit? Ich bin bereit. Großartig. Du wirst mich noch auf den Schultern tragen. Dein erster Gegner ist der Trockner. Sie nennen ihn so, weil er sämtliche Säfte aus seinen Gegnern drischt. Vielleicht macht er sich gleich nass. Lass dich nicht unterbuttern! Gib's dem Arsch! Klopf ihn durch! Lass dich nicht unterbuttern! Gib's dem Arsch! Klopf ihn durch! Gib's dem Arsch! Dem hast du die Gesichtszüge neu sortiert. Wer ist der Nächste? Mitko Einschlag. Normalerweise reicht ein Schlag von ihm aus. Bin auf den zweiten gespannt. Viel Glück. Lass dich nicht unterbuttern. Gib's dem Arsch! Klopf ihn durch! Gib's dem Arsch! Lass dich nicht unterbuttern! Du bist die Entdeckung meines Lebens. Wir sind also füreinander geschaffen. Und ob? Aber vor uns liegt noch ein langer Weg. Dein nächster Gegner ist Schniegel, der Fransenschwanz. Nicht so beliebt? Trägt gern Kleider mit Troddeln. Letzten Monat hat er seinem Gegner ein Ohr abgebissen. Dann mal her mit dem Fransenschwanz. Klopf ihn durch! Lass dich nicht unterbuttern! Klopf ihn durch! Gib's dem Arsch! Noch ein einziger und wir sind reich und berühmt. Wer diesmal? Stanek. Es braucht 4 Leute, um ihn umzuhauen. Den schaffe ich mit links. Unterschätze ihn nicht. Hexe, tritt näher.
Großartige Technik. Danke. Der letzte Kampf steht bevor. Und alle setzen auf den Favoriten. Auf dich. Außer mir. Was willst du, Loredo? Stanek muss gewinnen. Dann sind wir die wahren Gewinner. Ein Drittel des Einsatzes gehört dir. Das ist kein Vorschlag. Wir machen halbe-halbe. Du wirst merken, dass ich großzügig bin. Aber enttäusch mich nicht. Lass dich nicht unterbuttern! Gib's dem Arsch! Lass dich nicht unterbuttern! Klopf ihn durch! Scheiße gehört in den Rennstein. Ich schätze Mut. Gesunden Menschenverstand allerdings noch mehr. Geralt! Schrei nicht so. Ich hab mir vielleicht was eingebrockt. Du? Wo du doch sonst so zulangen kannst. Und der kleine Kairan aus der Nachbarschaft kann angeblich den Sieger vorhersagen. Der hat mit einem Tentakel auf dich gezeigt. Da habe ich sämtliche Urins auf dich gesetzt. Und dann mehrst du rum, als hätte man dir die Eier eingebunden. Ich glaube, ich habe gar keine mehr, Rittersporn. Komm, lass uns was trinken. Ich zahle. Thank you.
Sigi, der Narr, ist zurück. Und was für eine Rückkehr? Wir machen... Groß, dein erst... Fehler. Gib's dir, Arsch! Klopf ihn durch! Gib's dem Arsch! Lass dich nicht unterbuttern! Dem hast... Bin auf dem... Klopf ihn durch! Lass dich nicht unterbuttern! Klopf ihn durch! Du bist... Dann mal... Lass dich nicht unterbuttern! Gib's dem Arsch! Lass dich nicht unterbuttern! Gib's dem Arsch! Noch ein eins. Wer die? Stanek. Den schaffe ich. Und der Hexe. Tritt näher. Großartige Technik. Danke. Der letzte Kampf steht bevor. Und alle setzen auf den Favoriten. Auf dich. Außer mir. Was willst du, Loredo? Stanek muss gewinnen. Dann sind wir die wahren Gewinner. Ein Drittel des Einsatzes gehört dir. Das ist kein Vorschlag. Ich verstehe. Du bist ein Betrüger. Deine Meinung interessiert mich nicht. Du sollst den Kampf verlieren. Verschwinde, alter Mann. Gib's dem Arsch! Klopf ihn durch! Gib's dem Arsch! Bezahl. Da hast du dein Geld. Die Wachen bringen dich zum Tor. Das wirst du bereuen. Meine Nase hat's ja gesagt. Gewonnen. Gib mir, was mir zusteht. Zuerst das Vergnügen... In jeder Kneipe, freie Runden, ganz zu schweigen von den Mädels. Bums sie für mich mit.
Ich? Geld oder Leben. Und er? Er sagt, ich hab hier was für dich. Und ich sehe, wie er sein Messer greifen will. Loredos Laufbursche ist ganz schön dreist. Ein Gruß von Kommandant Loredo. Abschaum. Eine Frage? Was gibt's, Grünschnabel? Ja! Sollten wir nicht aufpassen? Ja! Grünschnabel! Was willst du? Preiset Militele. Lobet die Göttin. Was willst du? Lobe die Göttin. Hast dich wohl gelangweilt, was? Vielleicht.
Stelle speichern wir und sagen bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.